mich, dass hier über 25 Teilnehmer im Raum sind und würde direkt übergeben an den ersten Lightning Talk, nämlich an Judith Tuschak, Nikolai Teufel und Anja Hager. Und freue mich auf die Lightning Talks und auf eine spannende Session. Herzlichen Dank und auch herzlich willkommen zu der Vorstellung unseres Projekts, Verbundprojekts Quades. Wir haben dazu ein Erklärvideo oder einen Vorstellungsfilm produziert, den wir statt einem Talk jetzt vorstellen würden und würden uns freuen, wenn Sie diesen Film jetzt mit uns gemeinsam anschauen. Danach stehen wir noch eine Minute für Fragen zur Verfügung. Das innovative Verbundprojekt Quades. Qualität digitaler Lehre steigern. Quades ist ein Kooperationsprojekt der Bayerischen Universitäten, des Zentrums für Hochschuldidaktik der Bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften, BEZ, und der Virtuellen Hochschule Bayern, VHB. Die Qualität digital gestützter Lehre an den Bayerischen Hochschulen zu steigern, darum geht es bei Quades. Und das an zahlreichen Standorten. Das heißt zum einen an allen Landesuniversitäten des Freistaats Bayern, zum anderen an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt, der Universität der Bundeswehr München und der Hochschule für Philosophie München. Von diesem Projekt profitieren also rund 250.000 Studierende und etwa 35.000 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Warum braucht es Quades? Nicht selten mangelt es an den Hochschulen an der didaktischen Qualität der Lehre. Hinzu kommt, vielen Lehrenden fehlen insbesondere zu digital gestützten Lehrformaten geeignete Vorbilder für besonders gute Lehre. Auch fällt es zahlreichen Lehrenden schwer, innovative Methoden in den Lehralltag zu transferieren. Maßnahmen, die diesen Transfer unterstützen könnten, gibt es längst nicht an jedem Standort. Und selbst wenn solche Maßnahmen angeboten werden, fehlen Vergleiche untereinander oder Evaluationen der verschiedenen Standorte. Zusätzlich kommt der Diskurs Lehrender über die Lehre oft zu kurz, nicht nur innerhalb, sondern auch zwischen den Standorten, oder er findet erst gar nicht statt. Hier setzt Quades mit drei Projektsäulen an. Erstens Blended Learning. Hier werden Blended Learning Module kooperativ erstellt zu Themen der hochschuldidaktischen Weiterbildung Lehrender. Und zwar nach einem gemeinsamen Qualitätsstandard. Diese Module werden als sogenannte OERs veröffentlicht, das heißt Open Education Resources. Sie sollen Lehrenden neben dem hochschuldidaktischen Inhalt auch ein Lernen am Modell ermöglichen, im Sinne eines Best-Practice-Beispiels. Die Module werden barrierearm und zweisprachig in Deutsch und Englisch erstellt. Die zweite Projektsäule ist die Diskursförderung. Hochschulübergreifende Themenwochen fördern den Austausch zwischen den relevanten Akteuren. Neu gegründete Fach- und Arbeitsgruppen bieten Lehrenden Raum für intensive Reflexion didaktischer Fachthemen. Denn wir von Quades sind der Überzeugung, es braucht eine Kultur der engagierten Diskussion, um innovative Lehrkonzepte zu entwickeln. Die dritte Projektsäule beinhaltet die Transferunterstützung. Hier geht es darum, Lehrende zu unterstützen bei der Umsetzung von Lehrinnovationen in eine gelingende Praxis. Quades wird die hierzu verwendeten Methoden im Verbund kriteriengeleitet vergleichen und evaluieren. Alles in allem eine mehr als effiziente und zukunftsweisende Zusammenarbeit. Quades wird im Verbund eine digitale, flexible und qualitätsgesicherte hochschuldidaktische Weiterbildung schaffen. Die Projektkoordination übernimmt die Bayerische Universitätenkonferenz. Universität Bayern e.V. Die virtuelle Hochschule Bayern wird die gemeinsam erarbeiteten Materialien online deutschlandweit zur Verfügung stellen. Die Perspektive Studierender fließt selbstverständlich auch mit ein. Deshalb wird der Zusammenschluss der bayerischen Studierendenvertretungen mit eingebunden, konkret die Landesastenkonferenz. Das Team von Quades besteht aus hochschuldidaktischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller bayerischen Landesuniversitäten und des DEZ-Zentrums für Hochschuldidaktik der Bayerischen Hochschulen für angewandte Wissenschaften. Medienspezialistinnen und Spezialisten unterstützen diese gemeinsam mit einer Projektkoordinatorin. Das ist das Projekt Quades. Gibt es Fragen?
Wir sehen keine Fragen im Chat. Wenn es keinerlei Fragen geben sollte, geben wir vielleicht einfach zurück an die Moderation. Ah, jetzt kommt eine Frage, ich lese vor, was heißt genau Einbindung der Studierenden? Damit ist gemeint, dass die Studierenden Feedback geben. Hochschuldidaktik richtet sich ja an Lehrende, aber natürlich müssen wir im Projekt wissen, was Lehrende, also was die Studierenden von der Lehre erwarten, was die Hochschuldidaktik den Lehrenden sozusagen an Kompetenzen so weit wie möglich vermitteln soll. Und diese Feedbackschleife, um herauszufinden, welche Kompetenzen genau gewünscht sind, wie sich die Studierenden eigentlich optimale Blended Learning zum Beispiel vorstellen, um dieses Feedback geht es hier bei der Einbindung. Weitere Fragen? Wenn es keine weiteren Fragen gibt, würde ich dann weitergeben an Lubna Ali. Ja, danke schön. Würde ich gerne bei Open Educational Resources bleiben, aber würde ich gerne auf Englisch switchen. Okay, könnt ihr meinen Bildschirm sehen? Also, Steine. Ich glaube, Sie müssten den Bildschirm noch genau. Jetzt? Jetzt funktioniert es. Alles klar, super. Okay. Then, hello everyone, my name is Lubna Ali and I'm a research assistant at RWTH Aachen University, and today I'm going to produce a tool that supports converting open educational resources. First of all, when talking about producing OER, we're talking about tools because tools could support producing OER and save effort and time. There are actually different tools that could support the production of open educational resources. However, many of the existing tools are mainly for producing new content. However, what about the huge amount of already produced material? Couldn't this be utilized and converted into open educational resources instead of producing new content from scratch? In order to solve this problem, we have started to think about a technical solution that could support converting existing materials to open educational resources with as much automation as possible. This means that the user have to make some interactive decisions, such as choosing, for example, the type of the resource or the license of the resource. When talking about the specification of the tool, we have been thinking about extracting the resource, replacing the resource, and then license the resource correctly. And at the end, of course, to license the whole document in order to be able to publish the document. In order to determine which are the common used resources, we have conducted a kind of pre-survey at RWTH Aachen University, and the most common used resources, as expected actually, were images. Therefore, we have started with images. The tool has got the name Converter because the main functionality of the tool based mainly in converting the materials. Right now, we have the beta version of the tool deployed in our server. And within the upcoming slides, I would like to introduce briefly the functionality of the tool. First of all, the users can choose the file he or she wants to convert to open educational resources. And upon choosing the file, all of the images within these files will be displayed. It can be seen here.
After that, the user will get a kind of options in order to replace the images. One of these options, for example, to search in external OER portals or to exploit, for example, a replacement from his or her own machine. If he decided to search in OER portals, the user will be guided to another form where he can search in OER portals. And right now we have two portals, and mainly CC Image Search and Flickr, and the users can, of course, choose the type of the license. And of course, he has to type the search term. After finding the images, the users will get a kind of options in either to update or edit the image or use the image as it is. If he chooses, for example, to edit the image, he will be guided to another form where he can edit his image by maximizing or minimizing or, for example, rotating the image. When converting all images, the user will be guided to another form in order to download the converted file. And when the user opens the new file, he will notice that every image has got a new reference number, as can be seen here. At the end of the presentation, a new slide will be added in order to license every resource correctly. So the type of the resource, the name of the resource, and the license of the resource will be added. At the end, a new slide will be added in order to license the whole document, as can be seen here, in order to be able to publish the document as open educational resources. If you'd like to test the tool, I would be happy to provide you with the link to the tool so you can test it. And it would be very nice if you could provide us with the feedback to the tool, because during the next steps, we are willing to extend the functionality of the tools upon, let's say, receiving feedback from OER interested people. And of course, we'd like to publish the tool as open source. Thanks a lot for your attention. And if you have any questions, you can contact me. Thanks a lot. Well, thank you. If there are any questions, please feel free to ask them now. Okay, someone asks for the link to the tool. So if you could just write it into the chat then. Exactly, I have typed the link to the tool and the link to the kind of feedback form. If you want to provide us with the kind of feedback, that would be really nice. Okay, thank you very much again. Und damit würden wir dann direkt weitermachen mit dem Lightning Talk Nummer 3, Ralf Sonntag und Bastian Vergnon. Der wird tatsächlich gegeben von Julia Heidel. Hallo. Ah, Bastian, bist du da? Hallo. Genau. Kann man meine Präsentation sehen? Ich habe die hochgeladen. Klappt das? Genau, jetzt. Oh. So, jetzt. Okay. Also, wir möchten, Bastian und ich möchten euch heute unsere Vorgehensweise für eine hochschulübergreifende Lehr- und Lehrbausteinentwicklung vorstellen, aber um das geht es eigentlich gar nicht, sondern wir möchten euch, wie kann ich jetzt weiterklicken? euch vorstellen, ein Projekt, das wir gemeinsam mit der, also wir sind von der OTH Amberg-Weiden mit der HTW Dresden machen und hier sind wir gerade in der Ausschreibung vom Stifterverband. Und unsere Vision dabei ist, keine Absolventin verlässt die Hochschule zukünftig ohne Entrepreneurship Skills. Konkret sehen wir insbesondere im MINT-Bereich, dass unsere Studierenden sich einfach nicht für die Themen begeistern können und wir es eben trotzdem schaffen möchten und müssen, breiteneffektiv, aber gleichzeitig ressourceneffizient diese Themen auch curricular zu verankern. Dabei haben wir vier Zielgruppen, angefangen von der breiten Gesellschaft, die gerade in Dresden oder im ländlichen Oberpfälzer Raum einen gewissen strukturellen Wandel durchlebt und wir da mit Entrepreneurship durchaus helfen können, über die Hochschule Lehrende bis hin zu Studierenden. Und man sieht hier, die oberen drei stellen uns doch vor große Herausforderungen. Also konkret sehen wir, dass die Studierenden, insbesondere im MINT-Bereich, nicht überhaupt kein Interesse an Entrepreneurship haben. Also wenn wir mit denen, mit den Themen kommen, machen die dicht. Das ist nicht sexy,
Auf der anderen Seite, wenn wir zum Beispiel bei uns im Motorsport Engineering mit denen reden und sagen, wir zeigen euch, wie wir eure Kalkulation für euren Rennwagen besser in den Griff bekommen oder wir zeigen euch, wie ihr mit Niederlagen besser umgehen könnt, dann ist es mehr sexy, als ich schreibe, ich erkläre euch Kostenrechnung und Resilienz. Dann zweiter Baustein, curriculare Verankerung, ganze Module zu kreieren, da kriegen wir keine Studiengangsleiter dazu, sondern wir müssen niederschwelliger starten und unsere beiden Hochschulen stehen halt schon auch vor Ressourcenherausforderungen, also müssen wir die auch adressieren. Unsere Lösung deswegen, wir erstmal synergieseitig, wir kooperieren und um die Studierenden zu gewinnen, möchten wir mit einem fachspezifischen Einstieg loslegen. Das heißt, wir produzieren, so ähnlich wie in dem ersten Talk dargestellt, Einheiten vor. Allerdings werden diese vorproduzierten Einheiten angereichert um einen jeweils fachspezifischen Einstieg. Also auch dafür wird es dann natürlich Dialog geben, wie kann ich denen anpassen, Leitfäden, Best Practice und Ähnliches. Aber so wollen wir den Buy-in der Studierenden bekommen. Den Buy-in der Lehrenden wollen wir über die Entlastung bekommen, dass wir eben vorproduzierte kleine 90-Minuten-Einheiten haben. Und hier denken wir eben, dass, wie auch vorhin erwähnt, die VHB mit ihren Smart-Einheiten da genau den richtigen Weg macht. Und da sehen wir halt bei uns in der Hochschule auch eine große Akzeptanz. Deswegen glauben wir auch, dass unser Modell in die Richtung gut funktioniert. Diese ganzen Bausteine decken die Entrepreneurship-Skills nach gängigen Rahmen ab und lassen sich dann perspektivisch auch über einen Konfigurator zusammenbilden, zu ganzen Blöcken, Einheiten, Modulen, die wir dann eben auch, so ähnlich wie im ersten Talk, über Massive Online Courses zur Verfügung stellen wollen. Und meine Frage jetzt für die Diskussion ganz kurz an euch. Erstens, glaubt ihr, dass studentische Akzeptanz durch einen fachspezifischen Einstieg, durch fachspezifische Wording gesteigert werden kann? Und zweitens, dass wir die Dozierendenbereitschaft eben durch diese Vorproduktion durch den geringen Aufwand gewinnen können. Und da wäre eure Einschätzung sehr hilfreich für uns. Dankeschön. Vielen Dank für diesen Lightning Talk. Gibt es offene Fragen? Gibt es Diskussionsbeiträge? Also ihr könnt auch sagen, dass es so kompletter Schwachsinn ist, aber vielleicht gerade die erste Präsentatorgruppe hat sich ja vielleicht auch in die Richtung schon mal Gedanken gemacht. Was meint ihr dazu? Thema studentische Akzeptanz durch fachspezifisches Wording, das war ja quasi die erste Frage. Das heißt nochmal ganz explizit, dass du... Wir bieten zum Beispiel keinen Kurs an, der heißt Resilienz als wichtiger Entrepreneurial Skill, sondern wir packen halt über eine konkrete Anwendung oder über ein konkretes Problem. Oder wir sagen auch nicht, wir bringen euch bei, wie ein Businessplan funktioniert, sondern wir kommen halt von irgendeiner spezifischen Anwendung. Also ich glaube, dass das auf jeden Fall funktioniert, weil du da ja direkt eine Zielgruppe eben ansprichst, die Dinge personalisierst und nicht per se zum Beispiel Resilienz, das ist ja erstmal so ein ganz schwieriges Schlagwort für viele, sondern wenn du das eben an eine spezielle Zielgruppe gibst, dass die Leute sich da definitiv wiederfinden. Das weiß ich, da bin ich sicher, dass das aus meiner Erfahrung die richtige Lösung ist. Und klar, ich meine, wenn man vorproduzierte Module und Elemente hat, die dann der Dozent nur entsprechend vielleicht noch ein bisschen anpassen muss, wenn es das ist, was du meinst, glaube ich auch, dass das so baukastenmäßig auf jeden Fall auch in die richtige Richtung geht. Also finde ich super. Und das sind auch Dinge, die wir uns jetzt überlegen, weil wir halt im Anfang stehen. Ja. Okay. Genau, super, danke für euer Feedback. Ja. Im Chat gibt es noch einen Kommentar. Wenn es noch weitere Anmerkungen gibt, dann gerne jetzt. Ansonsten würde ich in Anbetracht der Zeit dann auch direkt weitergehen zum Lightning Talk Nummer 4 zu Silke Masson. Also, danke. Genau, danke von mir. Thank you. So, we turn to a slightly different focus. Thank you for the slides, Tamara. You know what? I think the idea of opening up the teaching practice is really good.
But one fact remains. Teaching at a university is usually seen as an individual task or even as a private matter. Teachers generally don't know what their colleagues do in their classroom or which material they use. Courses are not prepared jointly with other teachers. Opening one's own teaching practice to the observation and feedback of other teachers is difficult to imagine for many university teachers. Yes, I absolutely agree with you. And data from a study of the first digital semester at our university, the Johannes Gutenberg University in Mainz, has shown that this has not even changed in times of a pandemic. Even then, teachers rarely used open educational resources or collaborated with each other. 70% of teachers saw no or only minor changes in opportunities to collaborate with other teachers. And this, despite extreme time pressure and despite the complete conversion of teaching to digital formats. That really surprises me, since the advantages are so obvious. There are also sound theoretical arguments for collaboration in the classroom. For schools, the need for teachers to collaborate is widely recognized as necessary and encouraged as a future skill. Working and learning together, for example, in so-called professional learning communities, is strongly promoted. And some reviews of research have documented positive effects on individual teaching quality as well as on student learning. Surely, this concept could be used much more frequently in universities as well. Yes, it seems to be a promising way to ensure quality in higher education. And you know what? Peer observation of teaching was rated best and most profitable in the final evaluation of a professional development initiative at our university. Peer observation of teaching, that means two teachers visit each other's classes accompanied by experts in higher education didactics. During these visits, the course is systematically observed with the help of structured observation sheets and jointly reflected upon in a preliminary talk and a review meeting afterwards. Disciplinary observations of teaching were evaluated as helpful or very helpful by almost 95% of the 38 respondents who experienced this format. Interdisciplinary observation was even approved by 100% of the respondents. That sounds good. It seems as if receiving feedback in the context of these observations meets the needs of academic teaching staff. I can imagine that very well. It means getting feedback in a real teaching situation, in a situated context, and in a very time-saving format. It allows for confirmation of one's teaching strength and gaining new ideas from colleagues' teaching. The observations of teaching are embedded in a program in which groups of teachers from the same discipline or study program work together for about 3 to 4 semesters to reflect on their teaching together and promote their teaching skills. They themselves choose the program elements and topics that best fit the group's needs, while the infrastructure is provided by the program staff. In such a context, and with the help of our program, the initially prevailing skepticism towards the observations of teaching is usually successfully overcome, so that the teachers open up their teaching to others. So what you're saying is that programs which combine individual development with long-term collaboration between teachers can provide an appropriate framework. They can help university faculty think about teaching as a cooperative task. Let's build on that. Thank you. Well, thank you very much for your talk. And if there are any questions, please feel free to ask them now. Yeah, I had the question, is there a paper you published about your observations about this kind of study you made? Is there something we could get more details about this?
We have a paper coming up next year, but we can give you some details, presentation slides. So you are very welcome to contact us and we can give you some information. All right, cool. Thanks so much. Okay, if there are no further questions, then I'd like to move on to the last lightning talk by Katharina Musing. Hi, ja, freut mich sehr. Ich wechsle zum letzten Mal die Sprache und mache sozusagen diesen Talk zu und bin tatsächlich die Einzige ohne Folien. Das passt aber ganz gut, glaube ich, zu dem Ausklang, den wir jetzt machen. Ich bin Katharina Musene, Politikwissenschaftlerin, spreche heute hier für den OESA e.V., die Open Education and Software Association. Und wir haben uns als Abschluss den Titel gewählt für unseren kleinen Lightning Talk Open als Standard. Und für uns geht es darum, eigentlich in unserer fortwährenden Arbeit im Verein mit Hochschulen, aber auch mit vielen anderen Bildungsträgern, dass tatsächlich für zukunftsfähige Gesellschaften künftig gelten wird, Offenheit als die grundlegende Triebfeder aller sozialen Praktiken. So unwahrscheinlich das vor dem Hintergrund von Lockdown, geschlossenen EU-Außengrenzen und in sich geschlossenen Weltbildern, geformt durch Verschwörungsmythen, auch sein mag, muss uns und ist uns ja hoffentlich allen klar, dass nur in einer offenen Welt Lösungen gefunden werden können, um der Klimakatastrophe, die Klimakatastrophe in Schach zu halten, um echte Gerechtigkeit in der globalen Weltgesellschaft anzuschieben. Open Source Software, und das ist, worüber ihr heute sicher schon viel gesprochen habt, worüber viele von euch ohnehin sprechen und womit sich viele von euch beschäftigen, basiert im Kern, das wisst ihr, auf einem egalitären Verständnis von Kollaboration und lebt eben von der Überzeugung der Qualität der vielen. Viele von Ihnen und euch, oder wer von Ihnen und euch hat nicht schon mit Open oder LibreOffice gearbeitet? Mit Mozilla Thunderbird, Mails verschlüsselt, mit dem VLC-Player, Bilder und Videos geöffnet, bearbeitet oder mit Audacity Tonspuren geschnitten, gerade in den letzten anderthalb Jahren. Wer surft mit Mozilla Firefox und wer komprimiert seine Ordner mit 7-Zip? Wir alle sind große und gute, breite NutzerInnen von Open-Source-Software und sollten da noch sehr viel stärker dranbleiben. Open Source ist mehr als die Software, es ist eine Bewegung, es ist eine weltweite Bewegung, die von Software über Wissen und Bildung bis hin am Ende zum Urban Gardening reicht. Open Data, Open Knowledge, Open Education und Open Access prägen das Feld, sind die bekannten Schlagworte, die wir diskutieren. Bei GitHub zum Beispiel, aber auch bei den Creative Commons und der Wikipedia, bei der Wikimedia Foundation arbeiten zigtausende Menschen weltweit online an einem kollektiven Schatz freien Wissens, entdecken neue Formen der Kooperation und des Gemeinsinns und stören dabei, und das ist eigentlich der wesentliche Punkt, alle tradierten Logiken von Urheberrecht und Wirtschaftlichkeit. Open ist also innovativ, weil es immer neue Räume für Zusammenarbeit schafft, und Open ist disruptiv, weil es immer wieder etablierte Wege, Systeme und Strukturen überwirft. Open ist für uns deshalb die eigentliche Kernkompetenz der sogenannten 21st Century Skills. Und wir verstehen Open als soziale Praxis, genau wie Bildung, die immer politisch ist und nie privat. Vor allem dann nicht mehr, wenn wir zunehmend über Quantencomputing, künstliche Intelligenz, über Open Data und grenzenlosen Datenverkehr sprechen. Und wenn wir, und auch das ist ein bisschen eine Binse, über die wir seit Jahren alle gemeinsam hier auch in diesem Kontext sprechen, über die Förderung von digitaler Bildung sprechen, so reicht das alleine bei weitem nicht aus. Denn wir alle haben ja gelernt, dass das schlichte Überführen von Bildungsressourcen und Prozessen von analog nach digital viel öfter Kompetenzbarrieren aufbaut und Zugänge erschwert. Überwiegend auch deshalb, weil wir vielfach profitorientierte Angebote sehen, die Zugang zu Bildung begrenzen, statt zu öffnen. Und das heißt, wir sind davon überzeugt, dass um einen freien Zugang zu Wissen voranzutreiben, es politische und wirtschaftliche Anreize braucht, sehr viel stärkere Anreize, Open Access Software, Open Education und Open Science in den Mittelpunkt allen bildungspolitischen Handelns zu stellen. Und da geht es um Datensicherheit, es geht um Verständlichkeit, es geht auch um sowas wie Transparenz. Vor allem geht es aber um Zugänglichkeit, um Zugänge, um Inklusion, um Barrierefreiheit und Flexibilität.
Und die UNESCO, das wisst ihr besser als ich, hat das Thema OER schon vor Urzeiten auf die Agenda gehoben. Die Europäische Union sollte das viel stärker auch noch tun. Und wir als OESA verstehen uns eben als unabhängige Institution, die für Openness oberste Priorität hat. Wir lobbyieren dafür, wir treiben diese Überzeugung im Rahmen unserer Arbeit an und mit Bildungsinstitutionen. Und wir sind stets und ständig, und deswegen sind wir heute auch hier und freuen uns sehr auf der Suche nach Partnerinnen und neuen Netzwerken, die Lust haben, dieses Anliegen zu unterstützen. Wir sind Teil des Bündnisses Freie Bildung und anderer Bündnisse. Manche von euch sind sicher da auch dabei. Und da wir jetzt kein analoges Netzwerken haben, freuen wir uns über natürlich Fragen, Kommentare jetzt und ganz viele Kontakte im Nachgang über Social Media oder unsere Homepage. Ich paste euch gleich den Link von uns in den Chat. Vielen Dank. Ja, vielen Dank auch für diesen letzten Lightning Talk. Nochmal abschließend die Frage, gibt es Fragen, Diskussionsbedarf? Dann gerne jetzt. Wie würden Sie das einschätzen? An den Hochschulen sehe ich einen Trend dazu, dass man sich nicht mehr das Personal leisten kann. Es gab so einen Trend zu Open Source 10 Jahre her. Jetzt kauft man sich lieber Teams, Adobe Cloud und so weiter ein, weil man einfach das Personal nicht hat, was zum Beispiel eine lokale Lösung machen kann. Deshalb kauft man Software as a Service. Wie sehen Sie das? Ja, das ist eine extrem kritische Entwicklung. Ich glaube auch, und das ist ja auch ein Thema, was wir überall auch in der Hochschuldidaktik sehen, wenn es um den Einsatz von Technik geht, dass ja massiv auch Kompetenzen fehlen, überhaupt versierte TechnikerInnen, InformatikerInnen einzustellen, die in der Lage sind, mit Technik umzugehen und die eben auch in der Lage wären zu sagen, wir brauchen gar kein Microsoft Teams, ich habe eine gute Alternative an der Hand, die ich selbst auf Servern aufsetzen kann. Und ich glaube, auch hier braucht es tatsächlich, und es ist ein öffentlicher Bereich, der de facto ja politisch gesteuert werden kann, sehr viel stärkere Leitplanken, die eben stärker auf tatsächlich den Einsatz von offener Software ausgerichtet sind. Wir sehen das zum Teil ja in den Ländern und in Schulen, die sich jetzt über die letzten Monate auch so ein bisschen gerungen haben, ob sie mit proprietärer oder mit offener Software arbeiten. Ich hoffe sehr, dass es da politisch sehr viel stärkere Impulse gibt, dass eben Gelder ausgeschüttet werden, die für offene Projekte gedacht sind. Gibt es weitere Fragen? Herr Rademacher, ich kann den Chat nicht mehr bedienen, weil ich glaube, die Zeit abgelaufen. Deswegen kann ich unseren Link jetzt nicht reinpasten, was total traurig ist. Aber man findet uns unter OESA e.V. OESA e.V. OESA SV. Gut. EV. EV. Entschuldigung. Im Chat gibt es ansonsten auch keine weiteren Fragen. Dann würde ich die Session hier an dieser Stelle schließen, mich nochmal bei allen Lightning Talk-Geberinnen und Gebern bedanken und ja, freue mich auf den weiteren Verlauf des Festivals. Ihnen noch einen schönen Abend und alles Gute, machen Sie es gut. Tschüss.